Liebe Freunde des Wortes Gottes, wir kommen nun in der Reihe Jesus Christus Heiland und Herr zur Lektion 8, der Tod Jesu Christi. Ich lese zuerst einen Vers aus dem Wort. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. In dieser Reihe habe ich ja so viele Bibelstellen, dass mir klar ist, dass viele nicht nachkommen, wenn ich diktiere. Darum lege ich das Pfeil direkt hier hinein. Ich erkläre ganz kurz, wie man dann nach dem YouTube dieses Pfeil für sich selber anschauen kann, abschreiben kann, in seine eigene Bibel übertragen kann. Das geht so, indem ihr auf Bibelkreis geht, bibelkreis.ch, dann hier drauf und dann der Tod Jesu Christi. Und dann habt ihr dieses Pfeil. Der Tod Jesu Christi, die Vorhersage des Todes Jesu im Alten Testament. Der stellvertretende Tod des Messias wurde schon im Alten Testament in Bildern und verschiedenen prophetischen Aussagen geoffenbart. Hier die Bibelstellen, die ihr dann nachlest. Dann dasselbe dann auch im Neuen Testament. Auch hier wurde in den Evangelien der Tod des Herrn Jesu von ihm selbst in Bildern erklärt. Dann kommen wir zur Notwendigkeit des Todes Jesu, seine Tatsache. Jesus bezeugt die verschiedenen Gelegenheiten, die Notwendigkeit seines stellvertretenden Todes, die Begründung der Notwendigkeit, dann das Blut ist das Synonym für Tod, Tod ist das Synonym für Blut. Hier die einzelnen Schriftstellen dazu. Zum Beispiel Jesus Christus starb, um prophetische Prophetien zu erfüllen. Das Verständnis des Todes, die notwendige Begriffsbestimmungen über Tod. Dann der Tod Jesu. Dann die Sühnopfer, die Vorbilder auf den Opfertod unseres Herrn Jesu Christum am Kreuz von Golgatha. Er starb für alle. Er starb für alle Menschen. Er starb. Die Bedeutung des Todes Jesu. Der Opferkult des Alten Testamentes. Der Tod war eine Stellvertretung, die Stellen dazu. Der Tod war eine Strafe. Der Tod war eine Sühne. Der Tod war eine Versöhnung, Befriedigung, Erlösung. Dann die Erklärung des Wortes loskaufen. Der Tod war ein Sieg.
Missverständnis über den Tod Jesu. Die Folgen des Todes Jesu. Die Folgen für die Gläubigen. Ewiges Leben, Bewahrung vor dem Zorn, Zugang, Ruhe. Die Folgen für die ganze Welt. Angebot der Erlösung durch den Opfertod des Herrn. Die Folgen für Satan und seine Engel. Sie sind besiegt. Die Folgen für Christus selbst. Jesus wurde der Urheber der Erlösung, der Architekt der Erlösung. Die Folgen für die Gottheit selbst. Der endgültige Tod Jesu. Die Endgültigkeit für Jesu. Die Endgültigkeit für die Ungläubigen. Noch einmal, wie kommt ihr zu diesem HTML, indem ihr vom Bibelkreis CH ausgeht, dann auf dieses File klickt, auf diesen Ordner klickt, dann den Der Tod Jesu Christi und dann seid ihr da. Ich wünsche euch gutes Studium des Wortes Gottes unter Gebet und Fleiß und Freude im Herrn.